Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar Tipps und Tricks in R5 und R-Stab 8. Mein Name ist Andreas Hörold. Manche kennen mich von vergangenen Webinaren. Manche sind auch zum ersten Mal dabei. Ich werde dieses Webinar heute wieder moderieren und auch durchführen. Meine beiden Kollegen Markus Baumgärtel und Stefan Frenzel werden mich unterstützen bei der Beantwortung der Fragen. Also wir werden Ihre Fragen beantworten, die Sie per Tastatureingabe stellen können. Wie das funktioniert, erläutere ich ganz kurz nochmal im Anschluss für die, die heute das erste Mal dabei sind. Zum Ablauf: Als erstes werde ich Ihnen die Parametrisierung von häufig verwendeten Modellen zeigen. Hier als Beispiel ein kleines Tankstellendach. Da werden wir verschiedene Maße wie Breite, Rahmenabstand, Dachneigung parametrisieren. Diese Funktion ist sehr sinnvoll bei Modellen, die Sie häufig verwenden, wo vielleicht immer nur kleine Maßabweichungen oder andere Belastungen vorhanden sind. Sowas können Sie einmal parametrisieren und sparen sich später viel Arbeit und Zeit bei der Erstellung von Ihren neuen Modellen. Der zweite Punkt ist Modellkontrolle, Fehlersuche. Es kommt zum Beispiel vor, dass im CAD schon kleine Modellierungsungenauigkeiten vorhanden sind. Diese werden dann übergeben an R-Stab und RFEM. Wie man sowas finden kann oder auch solche Fehler, die Sie selbst eingebracht haben in Ihrer Modellierung, wie Sie sowas finden können, das zeige ich Ihnen, wie das und wie das funktioniert in unserem Programm. Der nächste Punkt: Modellierung und Berechnung einer Bolzenverbindung. Da haben wir ein einfaches Blech und dieser Bolzen ist aus vielen kleinen Einzelstäben modelliert, die bei Zug ausfallen. Ja, und das Ganze analysieren wir dann, die Ergebnisse. Letzter Punkt, allgemeine Tipps und Tricks. Ja, die ersten drei Punkte sind ja schon Tipps und Tricks, aber ich werde Ihnen während der Modellierung immer noch Features zeigen, die sinnvoll sind, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Also da sind sicherlich interessante Sachen dabei. Sie haben an der rechten Seite Ihres Bildschirms das Kontrollpanel. Das können Sie ein- oder ausblenden. Einblenden können Sie das, wenn Sie beispielsweise Audioeinstellungen vornehmen möchten. Also wenn Sie mich beispielsweise zu laut oder zu leise hören, können Sie das hier dementsprechend modifizieren. Hier unten können Sie eine Frage eingeben. Bitte fassen Sie sich kurz mit den Fragen. Kurze Frage bedeutet schnelle Antwort. Meine beiden Kollegen versuchen, möglichst alle Fragen im Webinar zu beantworten. Sollte das nicht möglich sein aufgrund der Vielzahl von Fragen, werden die Fragen spätestens im Nachgang beantwortet. Also Sie bekommen anschließend auf jeden Fall noch eine Frage auf eine Antwort auf Ihre Frage. Hier habe ich schon eine Stützenriegelkonstruktion eingegeben. Hieraus machen wir jetzt eine 3D-Position. Wir kopieren diese Konstruktion zweimal in Y-Richtung 5 Meter und möchten hier an den Knoten, also vom Ursprungsknoten zum neuen Knoten, gleich die Koppelstäbe mit erzeugen in einem Zug. Das kann man hier einstellen, und zwar Stäbe zwischen Knoten. Da werden, wie gesagt, zwischen dem selektierten und dem kopierten Knoten Stäbe erzeugt. Dann nutzen wir hier einen schon verwendeten Stab und modifizieren den dann danach. Sehen, wie hier zwischen altem und neuem Knoten dieser Stab generiert wurde. Hier unten, die brauchen wir natürlich nicht. Und hier oben, wie angekündigt, diese modifizieren wir. Ja. 88,9 mal 5, Baustein S235 und als Fachwerkstäbe. So, was fehlt jetzt noch? Die Verbände. Da nehmen wir 60er Winkel
als Zugstäbe. So, schon ist unser System fertig. Wir möchten das Ganze noch vermaßen. Hier ist ein kleines neues Feature, Bemaßung automatisch generiert. Da haben Sie mit einem Klick alle Hauptmaße der gesamten Konstruktion. Wir ergänzen jetzt hier noch Zwischenmaße wie die Rahmenabstände. Und die Stützenhöhe. Und können jetzt die Parameter eingeben, die wir ändern möchten. Zunächst die Breite. Die ist jetzt 10 Meter. Der Rahmenabstand. Das ist jetzt 5 Meter. Die Stützenhöhe. Die ist jetzt 4 Meter. Und als letztes die Dachneigung. Die wollen wir in Prozent angeben. 4,50 Meter zu 4 Meter, das ist also ein halber Meter auf 5 Meter. Das sind 10%. Hier sehen Sie auch andere Einheitentypen. Also da sehen Sie, was Sie alles parametrisieren können. Flächendicken, Querschnittsabmessungen, auch Materialeigenschaften wie E-Modul, Dichte, Wärmedehnzahl und so weiter. Kräfte. Wir wählen, wie gesagt, Prozent. 10%. Okay. Und weisen jetzt den Knoten diese Parameter zu. Zunächst hier den X-Wert. Das ist die Breite durch 2. Und der Y-Wert, der ist etwas komplizierter. Stützenhöhe plus Breite durch 2. Mal die Dachneigung. Sie sehen dann hier immer schon das Ergebnis. Das muss natürlich mit dem Ergebnis übereinstimmen, wenn Sie bei der Eingabe der Parameter das Originalmaß eingeben. Das ist dann immer eine schöne Kontrolle. Was fehlt jetzt hier noch? Natürlich das Vorzeichen, weil unsere Z-Achse nach unten geht und sich aber unsere Konstruktion nach oben aufbaut. Jetzt sind auch die minus 4,5 hier vorhanden. Das ist richtig. Machen gleich weiter mit den Knoten hier drüben. Da wird uns die letzte Formel von hier drüben vorgeschlagen. Da fehlt jetzt bloß das Vorzeichen. Dann ist der X-Wert komplett. Auch die Formel für den Z-Wert von hier drüben wird uns vorgeschlagen. Die können wir ohne Änderung übernehmen. Diese Werte hier, die sind dann schon einfacher. Das ist einfach die Stützenhöhe und natürlich das negative Vorzeichen. So, und als letztes noch die Y-Werte, also für die Rahmenabstände. Das ist einmal hier der Rahmenabstand und hier der Rahmenabstand mal 2. Ja, und schon haben wir alles, das, was wir parametrisieren wollten, parametrisiert und können das ändern. Vorher möchte ich aber noch eine Last eingeben, nur
die Eigengewichtslast. Und zwar mit Extras Belastung generieren aus Flächenlast auf Stäbe mittels Zellen als Wert 0,3. Hier unten sehen Sie das Lastbild. Das muss global bezogen auf die wahre Fläche sein. Hier die Grafik von der Eigengewichtslast. Werden mir die alle horizontal liegenden Zellen vorgeschlagen. Ich übernehme hier alle vier. Ich möchte das komplette Dach belasten. Aber nicht zweiachsig, sondern nur einachsig von Riegel zu Riegel. Also schließe ich diese Pfosten hier aus. So, Sie sehen, wie diese Last hier generiert wurde. Ich lasse mir gleich hier die Last getrennt anzeigen. Das kann ich auch rausnehmen, da sehe ich die Flächenlast hier. Wenn ich mir die getrennt anzeigen lasse, bleiben trotzdem alle Informationen der Flächenlast erhalten. Also ich kann das hier nachträglich ändern, dann ändert sich hier auch die Stablast. So, jetzt ändere ich die Parameter. Zunächst die Breite. Ich mache mal alles einzeln, dass Sie die Effekte sehen. Breite ändert sich, auch die Maßkette. Der Rahmenabstand. Achten Sie bitte auf die Last hier oben. Die ändert sich dann automatisch mit. Hier 1,5. Jetzt 1,8. Die Lasteinzugsbreite wird größer. Also ändert sich auch dieser Wert mit. Also solche Werte, die von den Parametern abhängig sind, ändern sich hier auch mit. Die Höhe und noch als letztes die Dachneigung. So, das Ganze können wir jetzt als Block abspeichern. Nennen das Tankstelle, speichern das unter Stäbe 3D, Rahmen mit Belastung und öffnen jetzt eine neue Position, nennen die Tank 1 und lesen hier den parametrisierten Block ein. Unter Stäbe 3D, unter Rahmen, hatten wir den abgespeichert. Hier sehen Sie auch andere Rahmen. Es gibt auch viele andere Blöcke, die hier abgespeichert sind. Einfeldträger, Durchlaufträger und so weiter. Silos, Druckbehälter und so weiter. Also hier haben Sie eine Vielzahl an Blöcken, teilweise mit Parametern versehen, die Sie hier einlesen können. So, hier ist jetzt unser Modell. Ich ziehe es mal ein bisschen größer auf. Und das können Sie jetzt im Vorfeld ändern, also Ihre Parameter ändern, die Sie ändern möchten. Sehen wir gleich immer im Vorschaubild, wie sich das hier mitändert. Können auch die Materialien hier schon ändern. Oder auch die Querschnitte, also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine ähnliche Konstruktion hatten wie beim letzten Mal, bloß alles ein bisschen größer, dann können Sie hier gleich die Querschnitte etwas erhöhen, können das aber auch natürlich im Nachhinein in R-Stab oder R-Fem machen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Parameter mit einzulesen, also hier zum Beispiel alles löschen und mit Formeln einfügen, also können Sie alle Formeln, die wir eingegeben haben, mit einfügen, hier die Belastung, die Lagerung, Bemaßung. Wir möchten alles hier einfügen. Hier sehen wir das Eigengewicht. Wenn wir hier die Belastung, die Bemaßung aktivieren, sehen wir auch alle Maße. Und dadurch, dass ich jetzt die Formeln mit eingefügt habe, könnte ich das jetzt auch hier nachträglich noch ändern. Ja, wie gesagt, Sie können
viele Sachen parametrisieren. Hier mal ein einfaches Beispiel. Das kommt ja darauf an, was Sie für wiederkehrende Modelle haben, die Sie, wo Sie häufig eine Statik dafür machen, die aber nur gewisse Abweichungen immer haben, irgendwelche Parameter, die sich jedes Mal ändern. Parametrisieren Sie das einmal, dann haben Sie beim nächsten Mal schon weniger Arbeit und umso häufiger Sie dann das Modell verwenden, umso größer ist natürlich und umso positiver der Effekt. Diese Parametrisierung ist in RFEM und RStab enthalten, also Sie brauchen kein Zusatzmodul, also das kostet Sie nichts extra. Ein weiteres Anwendungsbeispiel, wo ich Ihnen zeigen möchte, wie sich wieder andere Dinge in Abhängigkeit von den Parametern ändern. Ich habe hier einen Fachwerkknoten. Unten der Gurt ist ein Rechteck-Hohlprofil. Die Diagonalen sind Rundrohre und ich habe hier diesen Neigungswinkel parametrisiert. Sie sehen hier, es wurden Durchdringungen erzeugt. Ich möchte Ihnen zeigen, wie diese Durchdringungen sich automatisch anpassen, wenn ich hier die diagonalen Neigung ändere. Sie sehen, das wird automatisch angepasst. Also hier solche Sachen, die abhängig von diesen Parametern sind, werden hier mit geändert. So, das soll es zu der Parametrisierung gewesen sein. Ich wechsle jetzt mal hier in RStab. Was ich jetzt hier zeige, geht natürlich auch in RFEM, aber möchte mal beide Programme verwenden. Ich habe hier ein Vordach, das schließt an eine vorhandene Konstruktion an. Hier eine neue Stützenachse, das sind Halbrahmen, wo Fetten drauf liegen und die ganze Sache ausgesteift mit Verbänden. Das Ganze enthält Lasten, Lastkombinationen, hier eine Ergebniskombination und ich möchte das Ganze jetzt durchrechnen. Bekomme hier eine Fehlermeldung. Instabil. Stellt sich jetzt mir die Frage, handelt es sich hier um einen Modellierungsfehler oder ist das System zu schwach ausgelegt? Ich rechne hier zunächst mal den Eigengewichtslastfall durch. Also probiere das. Der rechnet, also handelt sich hier in diesem Fall offensichtlich nicht um einen Modellierungsfehler, sondern irgendwas an dem System ist zu schwach bemessen. Das versuche ich jetzt hier rauszufinden mit dem Modul RS-Knick. In RFEM gibt es das auch, das heißt dann da RF-Stabil. Ich übernehme hier alle Parameter, die voreingestellt sind. Den Eigengewichtslastfall möchte ich untersuchen, also hierfür möchte ich eine Knickanalyse durchführen. Hier sehen wir die Knicklängen und Knicklasten. Mich interessieren hier die Verzweigungslastfaktoren. Ich sehe hier einen Verzweigungslastfaktor von 2,55 im Eigengewichtslastfall. Verzweigungslastfaktoren unter 1 bedeuten, das System ist instabil. Und Verzweigungslastfaktoren zwischen 1 und 10 bedeuten, die Schnittgrößen erhöhen sich um mehr als 10% bei einer Berechnung nach Theorie zweiter Ordnung. Unsere Lastkombination, früher hießen die Lastfallgruppen, rechnen ja standardmäßig nach Theorie zweiter Ordnung. Also auch hier in diesem Beispiel wäre jetzt eine Berechnung nach Theorie zweiter Ordnung erforderlich. Beziehungsweise hier ist es ja jetzt nur der Eigengewichtslastfall. Müsste das natürlich dann auch für eine Lastkombination prüfen. Beziehungsweise für eine Überlagerung von mehreren Lastfällen, die dann für die Bemessung erforderlich sind. Hier haben wir einen sehr geringen Verzweigungslastfaktor. Das bedeutet, der Eigengewichtslastfall, wenn man den um 2,55 erhöht, wird das System instabil. Also hier gibt es irgendwie Schwachstellen im System und diese möchte ich jetzt herausfinden. Ich sehe dann hier schon, das kann ich mir auch animieren lassen, wie diese Stütze in der ersten Knickfigur ausknickt.
In der zweiten Knickfigur sind es diese beiden Stützen. In der dritten Knickfigur die. Also diese Stützen hier sind offensichtlich zu schwach bemessen. Das geschulte Auge sieht das wahrscheinlich schon. Ich habe hier oben Riegel IPE 330 und die Stützen sind IPE 160. Das passt ja schon von den Verhältnissen nicht gut zusammen. Ich mache mal hier einen IPE 300 raus und probiere das Ganze dann nochmal zu rechnen. Gleich in der Ergebniskombination. Bekomme Ergebnisse, also das war offensichtlich der Fehler. Die Stützen waren zu schwach ausgelegt. Hätte man bei diesem System vielleicht auch so herausgefunden, aber oftmals haben sie komplexere Systeme, modellieren das vor, nutzen erstmal Querschnitte, die sie ja später noch bemessen wollen, aber legen das zu schwach aus und dann können sie mit dem Zusatzmodul RS-Knick bzw. NRFMRF stabil solche Schwachstellen im System ganz einfach finden. Eine weitere sinnvolle Funktion, die ich Ihnen hier zeigen möchte, ist das Abschrägen. Stellen Sie sich vor, Sie möchten nachträglich hier die Dachneigung ändern. Wenn Sie da jetzt oben hier alles einfach rotieren, zum Beispiel um diesen Eckpunkt hier, würden Sie zwar die Dachneigung ändern, aber dieser Punkt würde auch näher hier an die Stützenachse ranrücken, also das wären hier nicht mehr 10 Meter. Wir haben jetzt aber unsere vorhandene Konstruktion hier an der Achse und hier die neue Konstruktion, die neue Stützenachse. Und unter diesen Voraussetzungen möchte ich das Ganze jetzt hier, möchte ich da die Dachneigung ändern. Nutze da die Funktion abschrägen, sage minus 20 Grad, also nach oben. Hier an dem Drehpunkt und sehe, wie ich die Dachneigung hier ändere. Die 10 Meter bleiben erhalten und alle Zwischenmaße, also Zwischenknoten ändern sich automatisch mit, werden also angepasst. Ja, eine sehr sinnvolle Funktion, wenn Sie so nachträglich die Dachneigung ändern möchten und auch hier schon Zwischenknoten haben und so weiter, dann geht das ganz einfach. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel in dieser schrägen Dachebene so eine Fette verschieben möchten, dann geht das folgendermaßen. Ich sage hier verschieben, keine Kopie, im benutzerdefinierten Koordinatensystem, das nenne ich Dachebene. Klicke hier den Ursprungspunkt des Koordinatensystems an und hier die zwei Achsen. Sehe dann hier das Koordinatensystem. Auf der U-Achse möchte ich jetzt diese Fette verschieben um einen Meter. Und Sie sehen, wie das dann hier sauber auf der Oberkante des Riegels verschoben wurde. Also überall, wo Sie verschieben und kopieren in einer schrägen Ebene machen wollen, dann nach diesem Prinzip. Eine weitere Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, sind die Scherengelenke. Ich lasse zunächst den Eigengewichtslastfall durchrechnen. Bekomme dann hier die Schnittgrößen und möchte mir die nur für die Fetten anzeigen lassen. Sehe dann hier die MY, den Momentenverlauf, alles Einfeldfetten, die gelenkig untereinander verbunden sind und auch gelenkig mit dem Riegel. Ich möchte jetzt aber die Fetten biegesteif durchbinden und aber nicht biegesteif mit dem Riegel verbinden. Das mache ich folgendermaßen. Gebe ich hier am Ende Scherengelenk ein. Hier am Stabanfang und lasse das Ganze nochmal durchrechnen. Sie sehen jetzt hier, die sind biegesteif durchgebunden. Sie sehen hier das Stützmoment und nach unten sind die gelenkig angeschlossen an den Riegel.
Häufig haben sie solche Konstruktionen, wo sich mehrere Stäbe in einem Punkt treffen, aber nur gewisse Stäbe untereinander biegesteif verbunden sind, andere nicht. Wie bei diesem Beispiel hier, da können Sie dieses Scherengelenk verwenden. Ich lasse mir jetzt wieder alles anzeigen. Ich möchte Ihnen noch die letzte Funktion an diesem Modell vorführen, und zwar ist das das Umnummerieren. Sie sehen jetzt hier diese Konstruktion, wild durcheinander nummeriert. Das kommt vor, man modelliert, man ergänzt noch was, man löscht wieder etwas, verändert etwas und zum Schluss ist dann die Nummerierung wild durcheinander. Wenn ich das jetzt aber ordne, zum Beispiel in diesem Fall möchte ich das ordnen, die Halbrahmen zuerst zu nummerieren, dann ab 100 die Pfetten und ab 200 die Verbände. Dann kann ich mir das im Ausdruckprotokoll zum Beispiel die Schnittgrößen stabweise anzeigen lassen oder ausgeben lassen. Dann sehe ich alles schön hintereinander, kann mir die Schnittgrößen heraussuchen, also sehe dann erst die Riegel mit den Stützen, dann die Fetten und dann die Verbände. Ich fange mit den Diagonalen an, weil die die höchste Nummerierung dann haben. Extras umnummerieren, automatisch. Und zwar ab 200. Und zunächst möchte ich diesen Stab nummerieren bei x gleich 0 und dann in negative Richtung. Das ist die einzige Priorität, die ich hier festlege. Jetzt nummeriert er 200, 201, 202, alles fortlaufend, genauso wie ich das haben wollte. Als nächstes die Pfetten. Hier möchte ich auch zuerst auf der x gleich 0 Achse nummerieren und dann weiter in positiver Y-Richtung ab 100. Sehen jetzt hier 100, 101, 102, 103 und so weiter. Alles schön durchnummeriert. Und als letztes mache ich das noch für die Halbrahmen. Hier möchte ich zunächst den ersten Halbrahmen nummerieren, also bei y gleich 0. Also y die Priorität und dann in positiver Richtung weiter nummerieren. Und auch als erstes die Stütze hier. Bei x gleich 0 und dann in negative Richtung weiter nummerieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. So, jetzt haben wir im Prinzip drei Nummerierungsgruppen, also alles schön geordnet. So, das soll es auch zu diesem Beispiel gewesen sein. Wir öffnen hier so eine Lagerhalle, die wurde auch beispielsweise vom CAD übergeben, hier mit Lasten versehen und mit Lastkombinationen und auch Ergebniskombinationen. Die möchte ich jetzt durchrechnen. Das Modell ist instabil. Ja, handelt sich jetzt hier um einen Modellierungsfehler oder das System auch wieder zu schwach bemessen. Gleiches Prinzip. Ich versuche erstmal den Eigengewichtslastfall durchzurechnen. Ja, das funktioniert nicht. Das ist wieder dieser Knoten. Den zoome ich mir jetzt auf. Im Drahtmodell. Und sehe ja schon, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Hier überlappen offensichtlich Stäbe. Das kriege ich auch anders raus mit der Funktion Extras, Modell, Kontrolle, überlappende Stäbe. Hier sehen Sie das, das ist offensichtlich die einzige Stelle. Dazu selektiere ich diese Stäbe hier und lasse mir nur diese anzeigen.
und habe das jetzt entsprechend korrigiert. Lasse nochmal die Modellkontrolle durchlaufen und sehe, alles ist okay. Kann ich das ganze System nochmal rechnen lassen? Ja, wieder kriege ich eine Fehlermeldung, diesmal in dem Punkt. Hier sind offensichtlich die Stäbe gar nicht miteinander verbunden. Also auch hier ein wahrscheinlich Modellierungsfehler. Das kriege ich auch anders raus. Extras, Modellkontrolle, identische Knoten. Da ändere ich hier die Toleranz auf 5 mm und sehe, das sind mehrere Stellen. Also hier offensichtlich überall das gleiche Problem. Schaue ich mir auch nochmal an dem Punkt hier an. Ja, und was mache ich jetzt damit? Ich kann das automatisch korrigieren lassen. Und zwar sage ich hier Lager Knoten verein und unbenutzt zu löschen. Wir sehen, wie das automatisch korrigiert wird. Lasse ich das Ganze nochmal rechnen, um zu prüfen, ob jetzt mein Modell in Ordnung ist. Es scheint in Ordnung zu sein. Jetzt rechne ich auch den Lastfalltragfähigkeit. Sie sehen hier 120 Lastkombinationen für dieses System. Achten Sie mal, wie schnell das geht, das durchzurechnen. Also dieser neue 64-Bit-Solver in RStab 8, der hat wirklich sehr viel gebracht an Performance. Also die Berechnungsgeschwindigkeit, die ist jetzt wirklich sehr kurz. System ist in Ordnung. Das waren alle Fehler, die ich hier versteckt hatte, die wir jetzt gemeinsam gefunden haben. Also da sehen Sie mal, wie Sie Ihr System überprüfen können, wenn Sie solche Fehlermeldungen bekommen. Die letzte Position ist die versprochene Bolzenverbindung in R55. Hier habe ich eine Fläche vormodelliert, die also ein Blech aus Stahl, die enthält ein Loch. Und der Bolzen ist aus vielen Einzelstäben modelliert. Wir schauen uns mal die Eigenschaften an. Das ist ein Rundstahl 8. Der enthält die Stabnichtlinearität Ausfall bei Zug. Sie haben ja auch verschiedene andere Stabnichtlinearitäten, die Sie verwenden können. Ausfall bei Zug, Druck, Reisen, Fliesen, Schlupf und so weiter. Auch ein plastisches Gelenk. Da können Sie an den Stabenden ein maximales Moment oder maximale Schnittgrößen angeben, die hier maximal übertragen werden sollen. Ab diesem Moment oder ab dieser Schnittgröße soll dann das Gelenk fließen. Also am Stabende soll dann das Ganze ins Fließen kommen und wirklich nur diese Schnittgröße übertragen werden. Wir nutzen die Stabnichtlinearität Ausfall bei Zug. Versehen das System hier noch mit Lagern. Hier oben ein festes Linienlager. Hier in dem Punkt eine Lagerung in Y-Richtung. Damit uns das Ganze nicht wegklappt. Ja, das Lager ist ein bisschen groß. Können wir einfach mit Rechtsklick hier drauf das Kontextmenü öffnen und hier die Anzeigegröße verkleinern. So, was fehlt jetzt noch? Die Last. Und zwar gebe ich hier eine Punktlast ein. Ohne Eigengewicht. Nennen diesen Lastfall einfach nur F und sage 45 kN. So, jetzt möchte ich die Plausibilität kontrollieren. Und zwar die Modelldaten, die Lastdaten. Ich möchte das FE-Netz generieren und es sollen Volumenkollisionen erkannt werden. Volumenkollisionen
Ja, kann bei uns nicht sein. Wir haben ja keine Volumen. Ja, ich kann es trotzdem angecheckt lassen. Okay. Ich sehe dann jetzt hier, dass die Plausibilität überprüft wurde und keine Fehler festgestellt wurden. Hier die Modellabmessungen und die Masse, Modelldaten, Knoten, Linien und so weiter. Wie viele Stäbe verwendet wurden, Belastungsdaten, sowas können Sie ja alles sich ausgeben lassen. Also das ganze Modell ist mit einem FE-Netz versehen worden. Ich habe hier 2 mm voreingestellt. Hier sieht das ganz gut aus. Hier unten gefällt mir das noch nicht. Hier soll das um dieses Loch, also sollen die Ränder der FE-Elemente sollen tangential zum Lochrand laufen. Und das stelle ich mir zu einer Netzverdichtung ein. Und zwar an dem Punkt. mm ist mein Radius. Innen die angestrebte FE-Länge 1 mm. Außen die 2 mm, die auch in dem Restbereich vorhanden sind. Jetzt kann ich zum Beispiel nochmal diese Plausibilitätskontrolle machen und das FE-Netz erstellen. So gefällt mir das sehr gut. Hier tangential verlaufend diese Ränder. Hier sehen Sie, dass das eine FE-Netzverdichtung ist. Das können Sie auch im Zeilennavigator, wenn Sie das stört, ausblenden. Und wir können das ganze System jetzt rechnen. Sehen jetzt hier die Vergleichsspannung. Maximaler Wert 25,59, also eine leichte Überschreitung. 23,5 ist ja unsere maximale Vergleichsspannung, die zulässig ist. Sie wundern sich vielleicht, warum das jetzt hier so pixelig aussieht. Voreingestellt ist ja normalerweise hier bei Ergebnisse Flächen, Verlauf der Schnittgrößenspannung, Durchlaufen innerhalb der Flächen. Hier sehen Sie das schön geglättet, diese Ergebnisse. Das bedeutet aber auch, dass Ergebnisse hier in den FE-Elementen interpoliert bzw. extrapoliert werden. Und Sie sehen hier dann auch einen höheren Maximalwert. Also das ist nicht ganz der wahre Wert, weil hier so eine Glättung stattgefunden hat. Und wenn ich hier mir anzeigen lasse, konstanten Elementen, da erhalte ich den wahren Wert. Sie sehen auch hier sehr schön die ausgefallenen Stäbe hier oben. Alle, die Zug kriegen, fallen aus. Hier unten, die Druck kriegen, hier also die Druckkraft auf den Lochrand übertragen, die sind nicht ausgefallen. Das ist praktisch dieses Ersatzmodell dieses Bolzens. Ja, ich möchte jetzt noch überprüfen, wie sieht das hier aus? Ein gewisser Teil ist überlastet. Wie reagiert das System bei einer plastischen Analyse? Ich gebe hier zunächst für die Fläche ein neues Material ein, S235. Und wähle als Materialmodell isotrop plastisch 2D, 3D. Hier sehen Sie auch noch verschiedene andere Materialmodelle, zum Beispiel orthotrop elastisch 2D. Da werden orthotrope Materialeigenschaften berücksichtigt, also wie sie zum Beispiel beim Holz oder glasfaserverstärkten Kunststoffen vorhanden sind. Holz beispielsweise hat ja andere Materialeigenschaften längs und quer zur Faser. Isotrop, thermisch, elastisch, also hier können Sie die Abminderung des E-Moduls berücksichtigen bei höheren Temperaturen und so weiter. Auch isotropes Mauerwerk können Sie verwenden. Wir verwenden isotrop plastisch 2D, 3D. Hier sehen Sie zum Beispiel bilinear, kann ich auch mit einem Verfestigungsmodul berücksichtigen oder auch nicht. Ein Diagramm kann ich mir selbst erstellen. Für ein gewisses Material. Ich füge jetzt mal einfach hier noch einen Wert hinzu. Ja, so können Sie beliebig viele Punkte eingeben und Ihr eigenes Spannungsdehnungsdiagramm erzeugen. Wir wählen hier dieses normale Spannungsdehnungsdiagramm für den S235. Und lassen das Ganze nochmal durchrechnen.
Ja, wir sehen als maximalen Wert die 23,5. Hier kommt das Material ins Fließen. Die restlichen Bereiche sind nicht überlastet. Ja, also das Ganze funktioniert bei einer plastischen Bemessung. Ich kann mir auch andere Werte anzeigen lassen, zum Beispiel, oder andere Ergebnisse, zum Beispiel Sigma Y. Das ist die Spannung hier in Längsrichtung des Bleches. Da sehe ich hier die maximalen Zugspannungen, hier unten die maximalen Druckspannungen, ja, also genauso wie ich das erwartet hätte. Sigma X, also Querzug, der entsteht hier unten. Ja, das ist auch logisch. Ich kann mir auch das, die Spannung animieren lassen, also hier bei einer Laststeigerung, die sich dann langsam die Spannung im System aufbaut bis zum Maximalwert. Das Ganze geht auch für Verformung. Da sehen Sie im übertriebenen Maße natürlich hier stark vergrößert, wie das Ganze reagiert. Auch ganz sinnvoll für die Analyse Ihres Systems. Ja, das soll es schon gewesen sein für heute. Im nächsten Webinar werde ich voraussichtlich zeigen, die Bemessung von Stahlbauanschlüssen nach Eurocode 3, also zum Beispiel mit dem Modul Rahmeck Pro oder Stahl Stützenfuß, also Joints Stahl Stützenfuß. Sie erfahren wieder per Newsletter davon. Sind Sie noch nicht für einen Newsletter angemeldet, also erhalten Sie keinen Newsletter, können Sie das hier auf unserer Homepage tun. Neuigkeiten, Newsletter. Scrollen Sie da bitte ganz nach unten, tragen Sie sich hier ein und damit abonnieren Sie den Newsletter. Sie erhalten dann Neuigkeiten zu unserem Programm, Einladung zu Infotagen, die wir auch regelmäßig veranstalten und so weiter. Wenn Sie unser Programm noch gar nicht ausprobiert haben, dann können Sie das ganz einfach tun, indem Sie sich hier bei Downloads Testversion die Testversion unserer Programme runterladen können. Also vom Stabwerksprogramm R-Stab 8 oder vom FEM-Programm R-Fem5. Sie haben dann eine 30-Tage-Vollversion, die Ihnen zur Verfügung steht, mit allen Zusatzmodulen. Also Sie können hier alles nach Belieben testen. Wenn Sie Hilfe brauchen bei den ersten Schritten, Sie bekommen normalerweise beim Download der Testversion einen Link mit zugeschickt, der auf folgende Seite führt. Die finden Sie entweder hier RFEM anklicken oder R-Stab. Und dann hier Hilfe bei ersten Schritten für Einsteiger. Dann sehen Sie hier Einführungs- und Übungsbeispiele zu R-Stab und RFEM. Das Einführungsvideo und für RFEM 5 und auch für R-Stab 8. Da erfahren Sie neue Features in dem Programm und auch Hinweise zur allgemeinen Programmbedienung. Handbücher. Wenn Sie sich so ein Handbuch runterladen, können Sie eine Stichwortsuche nutzen. Das ist sehr sinnvoll. Wenn ein neues Webinar feststeht, können Sie das hier finden bei Webinare oder auch auf der Startseite. Da sind hier immer die Termine für auch Infotage, Schulungen und auch zu den Webinaren. Und dann können Sie sich dafür anmelden. Ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich auch bei meinen beiden Kollegen für die Beantwortung der Fragen. Ich habe mitbekommen, dass viele Fragen hier gestellt wurden und auch beantwortet wurden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.